Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ich bin auch mit Jack unterwegs hier auf Ostertour in Luxemburg und wir gucken uns jetzt hier ein Chateau an. Also Jack sagte gerade eben, da ist ein Nachbar und der hat eine Kamera, weil Jack vor 2 Jahren schon mal hier war, aber er kam da auch nicht rein. Da ist das schöne Stück. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Ich habe schon Fenster gesehen. Ui. Alter, was ist da los? Da steht ja sogar noch ein Anhänger. Der steht schon im Anhänger. Okay. Was ist das denn da? Was sitzt da denn, ey? Hier, King Kong sitzt hier. Guten Morgen. Hast du noch keinen Kaffee gehabt? Okay. So eine Art Terrasse oder so. Da ist ja auch noch so ein Haus. Ach, Kamin. Ist das sogar noch? Noch so ein Fregel hier. Oh, sieht aber schon mal cool aus. Oh, hier noch mit dem Kronleuchter. Boah, ist das kalt hier drinne. Ah, hier kommen bestimmt öfters welche hierher, die hier vielleicht auch schlafen, Party machen. Hier ist auch noch ein Eingang. Geht's nochmal nach draußen. Man sieht aber, dass sie das mal erneuert haben. Hier sind schon Kunststofffenster. Hier noch eine schöne große Holztür. Und ey, Wahnsinn, ein großer Kamin. Steht sogar noch eine Gasflasche und hier ist ein Rollstuhl. Ich habe hier schon im Nebenraum gesehen, oh, dass hier sogar noch ein Krankenbett drin steht. Da. Okay, sieht so aus, obwohl eine ältere Dame hier noch bis zum Schluss gewohnt hat. Schon alles so verschimmelt. Oh, was ist das denn da oben? Das sieht ja komisch aus. Die Gardinen hängen hier noch, die machen den Raum gerade noch etwas dunkler. Auch hier mit den ganz großen Türen finde ich cool. Und dann kommt man von dem einen Raum in den anderen coolen Raum mit dem großen Kamin, noch ein Kamin. Ey, das ist ja Wahnsinn. Hier eine Sofareihe. Bestimmt irgendwie so eine Lounge, oder? Und hier drüben auch noch. Oh. Boah, ist das geil. Wahnsinn. Oder sieht man schon, wenn man die Wohnung nicht mehr, das Haus nicht mehr heizt, wie das so allmählich, ja, dem Verfall übergeht, ne? Guck mal, das fällt bestimmt auch bald runter. Da, wo mal der Kronleuchter hing. Ich weiß nicht, ist das aus Gips gemacht, Rehgips? Hier die ganzen Platten und oh, das sieht echt, oh, ich bin außer Häuschen gerade mit so einem ganz großen Spiegel. Hier geht's nochmal auf den Balkon und da geht die Mosel lang. Oh, das ist ja mal geil, wa? Siehst du, kann ich meine Haare nochmal eben machen. So einen großen Spiegel habe ich im Caddy gar nicht. Boah, das ist ja cool. Bestimmt alles noch hier so Handarbeit. Das kommt mir gerade vor wie hier Silvester. Immer diese Serie, wo dieser Ober immer stolpert. Mensch, ich komme jetzt gerade nicht drauf auf den Namen. Hier wie das Wandgemälde sich schon auflöst. Boah. Sogar noch ein Foto, aber ob das wirklich original hierher gehört? Das ist eine gute Frage. Gab sogar noch Pommes zum Essen. Ja, sieht man ja schon, haben einige Leute immer ihr Essen mitgebracht und haben hier dann gegessen, wahrscheinlich auch ihr Bierchen getrunken. Ja, aber ist ja echt, echt coole Location. Vor allem hier saßen dann 2 Leute und haben sich noch ein Bier gegönnt. Aber das ist ja echt cool. Oh. Und da ging es mal in den Raum, wo ich eben drin war, wo das Krankenbett steht. Da haben sie einfach mal so einen Schrank in die Tür reingebaut. Man riecht auf jeden Fall, dass sie hier schon rumgekokelt haben. Hier hat es bestimmt auch schon wieder öfters gebrannt. Hier, da haben sie die Gardinen noch mit so einer Kordel zugemacht. Boah.
Schöner Stoff. Tapete. Blümchentapete. Holzfußboden. Hier liegt dann so ein ganz großer Teppich. Hier auch noch eine ganz große Vitrine. Die haben sie schon von der Wand weggeschoben. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, hier sind solche Kästen oben angebaut. Ist das so eine Art Bewegungsmelder, dass das Licht angeht oder so? Das ist mal eine gute Frage. Hier ist wieder mein Bereich. Kaffeekannen. Oh, hier schon voll am Rosten. Oh, das finde ich immer cool im Ausland. Solche Gebäude, das finde ich immer sehr interessant. Mal was anderes. Jack meint auch schon, dass es so 7, 8 Jahre Lost. Und diese großen Türen. Das ist der Wahnsinn. Aber man muss halt eben auch viel heizen. Aber ich glaube, das war bei den reichen Leuten egal. Die konnten sich das leisten. So, hier haben wir noch Toilette. Kommt man hier schon? Oh, hier kommt man schon in den Keller, oder? Oh ja, da gehen wir bestimmt gleich auch nochmal rein. Hausalarm. Man steht sogar noch alles auf Deutsch hier. Da ist der Alarmknopf. Meine Frau und ich gucken ja auch mal ab und zu mal Lost Place Sachen. Und wir fragen uns immer, warum haben die damals immer überhaupt so große Deckenhöhlen gebaut? Weil es ist doch unlogisch, oder? Gerade wegen dem Heizen. Oder ist es dafür da, dass es mächtig und bullig aussieht? Oder warum haben die das immer damals so gebaut? Weil heute so baut man ja alles immer ein bisschen tiefer wegen dem Heizen und so alles, ne? Das frage ich mich immer. Das ist halt nicht so der Standard wie bei uns in Deutschland. Keine Toilettenschüssel, hier hast du halt eben so ein, ja, ne, wo man sich hinhocken muss und dann mal eben ein abseilen. Und das haben die gleich auch mit verbunden mit Dusche, glaube ich, oder? Das sieht so aus irgendwie, weil die Duschbrause da hängt. Da war mal die Halterung für die Duschbrause. Dann konnten sie duschen und auf Toilette gehen, oder was? Anderes Land, andere Sitten. Was ich immer gerne mache, hier ist immer am Rand laufen. Boah. Und ihr hört das Quietschen. Muss man echt immer ein bisschen aufpassen. Gerade auch wenn das hier so ein Holzfußboden ist. Hier ist wieder ein Badezimmer mit Badewanne. Sieht so aus, ob die das mal renovieren wollten. Da ist Wandfarbe. Wie gesagt, die haben schon mal die Fenster, haben die alle ausgetauscht gegen Kunststofffenster. Das wollten die bestimmt mal irgendwie fertig machen. Aber ich glaube, das kannst du, glaube ich, vergessen. Hier musst du einiges reinbuttern, um das Haus wieder fertig zu machen. Ja, wir sind ja gerade auf Ostertour und das passt ja irgendwie. Hat Jack hier ein paar Körbchen versteckt? Muss ich noch ein paar Eier suchen oder was? Man sieht auch, wie das Holz hier hochkommt. Aber hier auch noch. Das sieht echt aus, als ob das so einer bewusst hier so hingelegt hat für Tiere. Boah, der Flur, der ist schon wieder gruselig, oder? Boah, hier hängt eine Wolldecke drüber. Ja. Warum das denn? Komm mal da rein? Nee, ey, der ist zu. Boah, was? Was ist das denn für ein Bett? ein Luxusbett, wa? Kannst du bestimmt noch so hin und her schieben, oder? Tatsache! Kannst du Licht anmachen und hast so Fächer, kannst du mal was reinlegen. Echt? Das ist ja geil. Alles mit Stoff bezogen. Sogar hier haben sie noch ein Radio eingebaut. Das ist ja mal Hammer. Hier kannst du bestimmt das Licht mit steuern und alles. Das ist ja Hammer. Boah, die Tapete. Boah, so grüne Tapete. Aber ein richtig großer, schöner Raum. Boah, das hätte ich auch gerne als Schlafzimmer. Aber dann zur anderen Seite, zum Mosel hin, dass man da rausgucken kann. Ah, so. Da ist schon das Nachbarhaus. Oh ja, man sieht die Kamera. Da ist eine Kamera montiert. Okay, ich gehe da jetzt nicht so dicht am Fenster. Man sieht hier auch noch ein, ich wollte schon wieder sagen Klavier. Hier so ein Keyboard.
Und warum war jetzt die Tür zu? Ah, so, okay. Da hat jemand einen Heizkörper hingestellt vor der Tür. Auch wieder Badewanne, WD. Und hier mit Toilette auch ein bisschen, ne, schöner. Jack, warst du das? Ja, ich bin hier auf der Treppe. Was denn? Oh, ich dachte gerade, was kommt jetzt? Die Treppe, die geht so schief. Ja. Und da oben das Holz ist da schon so weggefault, ey. Ja, die hängt auch so schräg runter. Ja, erzähl mir das jetzt noch hier, ey. Und hier ist, ne, wenn du da hochgehst, ne? Alter, wie auf der Kirmes, ey. Boah, ich hatte schon Angst gehabt, dass der Nachbar jetzt reinkommt. So an die Fenster gerade klopft, so. Mann, Herzinfarkt wieder pur. Okay, wir gehen mal weiter. Gut, aber viele Räume sind hier leer. Ich weiß gar nicht, haben die das vielleicht auch irgendwie so als Altersheim zum Schluss benutzt? Weil viele Zimmer haben immer so ein Waschbecken, Spiegelbereich. Hier, auch hier in der Ecke. Oh, der Fußboden fühlt sich gar nicht so schön an. Hier. Und dann hier, das ist geil, der Blick zur Mosel. Aber die Heizung, die haben sie auch mal nachträglich eingebaut. Die sieht auch neu aus. Schon wieder eine Tür zugemacht hier. Was ist hier denn? Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Hier ist eine Sauna. Lol. Boah. Puh. Boah, das riecht man sofort. Boah, die stinkt. Oh, eine Eckbadewanne. Richtig geil, wa? Das habe ich auch noch nie gesehen. So im ersten Stock, sonst sieht man das ja auch mal unten im Keller. Geil. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder aufpassen wegen dem Licht, weil genau da gegenüber ist der Nachbar. Oh, und ich habe schon wieder was Hammergeiles gesehen, Leute. Das ist ja wieder hammergeil. Aber auch schon wieder sehr gruselig hier, diese Puppe. Oh, immer diese Puppen auf dem Lost Place, ne? Aber wieder so ein Bett mit dem Radio in der Mitte. Oh, ich habe mich gerade erschrocken, ich bin zurückgegangen. Oh mein Gott. Sogar im Bett noch hier mit so einem Kasten. Achso, da waren die Glühbirnen hinter. Das war beleuchtet. Ja, da hat doch extra schon einer hier so ein Handtuch drüber gemacht. Hier haben bestimmt mal welche geschlafen. Wer weiß, was sie hier gemacht haben. Will ich gar nicht wissen. Ist hier echt sogar noch ein bisschen Klamotten. Nee, das sind Handtücher und sowas alles. Eine Mütze. Oh, hier. Schickes Design, oder? Auch hier diese Kommode ist genauso wie das Bett mit dem Stoff bezogen. Die bestimmt mal anfertigen lassen, so, wa? Boah, dieser Flur, diese hohen Decken. Boah, wenn wir jetzt hier im Dunkeln wären, das wäre bestimmt mega gruselig gewesen. So, hier war auch mal ein Bett, was sie hier irgendwie schon auseinandergepflückt haben und nach oben gerichtet haben. Oh, hier kann ich mir ganz gut vorstellen, dass hier mal eine Kommode war mit der Marmorplatte drauf. Wieder ein Spiegel, der auch schon leider kaputt ist. Und hier noch ein richtig schöner, großer, rustikaler Schrank, der auch schon so ein bisschen in die Schieflage gerät. Jetzt höre ich gerade Geräusche. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Jack? Oh, ich gehe auch in die Scheißleiter hoch. Oh, die ist richtig scheiße. Wir müssen echt aufpassen. Oh. Leute, ich bin einfach verrückt. Ich bin einfach verrückt. Sowas kann auch echt in die Hose gehen. So, ich weiß nicht, wo Jack ist. Ich habe auf jeden Fall draußen Stimmen gehört. Ich
Ich weiß nicht, ob jetzt draußen welche stehen. Ich guck gleich mal aus dem Fenster, aber der Boden ist mir überall hier mega scheiße. Ihr habt es ja von unten gesehen, wie die Decke aussah. Hier hängt noch ein Kronleuchter, sind sogar noch ein paar Glühbirnen. Hier ist noch ein Schrank umgekippt. Boah, ich gehe hier ganz, ganz, ganz vorsichtig. Überall solche Stofftiere hingelegt. Hier eine Badewanne. Hier seht ihr das? Das ist alles nicht mehr so toll. Da gehe ich auf keinen Fall mehr weiter. Ach nee, das ist mir gar nicht geheuer. Nee. Ich gehe lieber hier wieder lang. Oh, hier noch eine alte Thermoskanne. Ich und mein Kaffee, ne? Jetzt aber ganz vorsichtig hier lang gehen. Hier steht auch noch eine Leiter. Hier ist auch noch mal ein Badezimmer. Oh, hier geht es auf den Dachboden rauf. Da haben sie aber eine richtige Toilette schon. Das ist ja voll geil gemacht hier, die Badewanne, ne? So mit einem Podest, wo du reingehen kannst, Vorhang, kannst duschen. Und hier auch wieder diese Deckenhöhe mit so einer Spitze, weil das Dach ja so lang geht. Und dann einfach nur so ein Dachfenster, ne? Jack? Alter, was? Das ist ja mal der Hammer hier. Hier sind sogar noch Kontoauszüge, Rechnungen. Hier steht einfach so ein Bett in der Mitte. Und hier überall Klamotten verstreut. Hier noch ein Schrank. Schuhe stehen auf der Kommode. Boah, das sieht ja mal geil aus hier mit dieser Kuppel hier. Das kenne ich auch so aus den 70er. So, weißt du, diese Holzstangen und dann diese Gardine. Hey, ja, nichts gegen die 80er und 90er. Die waren gut. Ja. Oh, hier ist sogar noch ein Bild. Oh, vielleicht haben die ja sogar hier gelebt. Von wann ist das? Von 78 ist das. Hey Jack, wir müssen jetzt mega vorsichtig sein. Hier unten sind welche. Hier sind welche langgelaufen. Die haben geredet. Eine Frauenstimme. Ja, deswegen wollte ich dich gerade suchen. Ich habe dich nicht gefunden. Ja, was wollen wir denn machen? Wenn, dann haben die uns jetzt wahrscheinlich schon gehört. Glaube ich nicht. Weil ich habe hier nichts gehört hier oben. Gehört. Genau, Urbexer sein, ja. Oh, hier auch wieder. Also, ich würde ja mal vermuten, dass das irgendwie noch irgendwie als Internat oder als Altersheim oder irgendwie noch benutzt worden ist, weil so viele Betten und überall ein Spiegel mit Waschbecken. Hier sieht man auch ein bisschen Kinderspielzeug. Und das ist hier wieder zum Mosel, zu der Seite. Aber das ist echt cool gemacht. Aber wie gesagt, die haben die Fenster. Die haben bestimmt alles mit Holzfenster. Die haben sie überall ausgebaut und Kunststofffenster eingebaut. Guck mal, hier steht ja auch noch so ein Bett. Ach so, das kann man ausklappen. Das ist ein Ausklappbett. Dann haben sie den Flur hier extra nochmal separat abgetrennt. Und da hat jemand Binden an den Türen geklebt. Wie kommt man denn auf so einen Schwachsinn? Wieder im Badezimmer. Man hat so einen großen Raum als Badezimmer. Und dann steht die Toilette genau neben der Badewanne. Und dann auch noch hier diese Rohrleitung hier an der Badewanne lang. Ist ja gar nicht gemütlich, oder? Aber ich denke mal, das haben sie gemacht, weil sie die Heizung auch zusätzlich mal angebaut haben. Habe ich ja schon mal gesagt unten. Hier ist dann auch noch so ein Schrank in der Wand. Da vorne auch. Hier war Waschbeckenbereich. Boah, ich höre schon wieder Stimmen. Hm.
so ein Bett. Hier so in Schwarz gehalten mit Regale. Wahrscheinlich kannst du das hier auch noch. Oh ja, das kannst du bestimmt hin und her schieben. Hier hast du so Borden. Ach, hier damit so ein Garagentor, hier so ein Jalousie zum Rauf- und Runterziehen. Und das gleiche dann auch hier wieder. Der Schrank genauso gemacht wie das Bett. Es sind auch noch ganz viele Fotos wieder vom Urlaub. Sieht so aus, sind sie Ski gefahren. Da waren sie am Skistand. Steht aber kein Datum mehr drauf. Oh, was ist hier denn drin? Oh, hier ist ein Käfer reingeflogen. Oh, der arme Käfer. Der kam hier nicht mehr raus. Und hier das gleiche wieder. Spiegel. Hier war ein Waschbecken. Und ins nächste Zimmer sehen wir jetzt wieder so ein Bett. Nee, hier ist immer so ein normales Bett auf der anderen Seite. Lieber nicht raus. Ein dummer Zufall, dann sieht der Nachbar mich hier oben und peng, haben wir den Salat. Hier extra so eine Ecke gemacht als Kleiderschrank. Einfach eine Stange. Dann noch ein paar Holzbretter für die Schuhe vielleicht. Und das gleiche wie in den anderen Räumen. Spiegel, Waschbecken. Oh, hier ist es leider schon weg, kaputt. So, hier war noch eine Toilette. Guck mal, am Flurende. Und hier geht's auch noch mal nach oben. Boah, die Treppen. Alter Schwede. Das wäre bestimmt mein Zimmer gewesen. Das hätte ich mir gekascht. Ach, das ist wirklich nur ein Raum hier. Ey, das ist ja geil, oder? Hier, da ist auch wieder so ein Bett zum Ausklappen. Da hängt sogar noch eine Satellitenschüssel dran. Boah, die Tapeten hier. Ey, das ist doch cool hier, oder? Ich hätte mir mein Bett da oben hingebaut. Oder für Kinder wäre das cool gewesen, so, weißt du? Dann können die Kinder hier so eine Leiter hochklettern und da oben drauf schlafen. Das ist ja geil gemacht. Der Raum gefällt mir. Und wieder die Moselseite. Ich kann es immer und immer wieder sagen. Da hinten sind auch noch zwei Garagen, die auch schon so halb zugewuchert sind. Und da vorne ist, wo wir hochgegangen sind, da ist halt so eine ganz große Fläche, wo die halt auch noch sitzen konnten. Schöne Aussicht, schöne Luft von der Mosel. Kannst auch unten noch schön sitzen, Brettspiel spielen. Ja, so ist das, ne? Die Tapete fühlt sich cool an, so. Das ist keine glatte Tapete. Das ist so wie, ja, wie soll man das beschreiben? Wie so ein, ja, so eine Struktur. So eine Fließtapete. Hier ist irgendwie schon eine ganze Bahn abgefallen. Ich denke mal wegen der Feuchtigkeit. Sieht man ja auch. Gut, ich glaube Jack ist schon wieder raus, oder? Ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist. Ach, wir haben ja noch einen Keller. Ja, von da sind wir ja gekommen. Geh jetzt mal ganz schnell in den Keller. Oh. Oh ja, das geht ganz schön verschimmelt. Oh, hier haben sie schon alles zugestellt. Oh, hier. Eine dicke Tür gebaut extra, wa? Heizungsraum. Ah, ich glaube, der wird leer sein, der Keller.
Da ist nochmal eine Toilette. Da hängt sogar echt noch eine Glühbirne. Oh, hier. Bestimmt Weinregal früher gewesen. Boah, stinkt das hier ganz stark nach Öl. Ah, stehen die Öltanks. Oh, die sind sogar noch voll, wa? Oh, ein Billardtisch steht hier. Sogar noch ein altes Telefon. Das ist ja geil. Ein altes Wahlscheibentelefon. Oh, die kenne ich auch noch. Kennt ihr die auch noch? Und hier steht noch ein alter Kassettenrekorder von Sony. Ui, 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 ui. Ich glaube, das war ein Videorekorder, oder? Nee, ich glaube, das war ein Videorekorder. Hier ein alter Grundig-Fernsehen. Zwei Stück stehen hier sogar. Jo. Oh, ah, ey, oh, hier. Voll am Nagel gerade. Ah, Scheiße. Ah, jetzt soll ich mir einen Nagel reingehauen, ey. Oh. Oh. Sogar noch so eine kleine Küchenzeile hier unten im Keller gehabt. Ja. Aber hier ist Sackgasse, oder? Nee, hier kommt mal weiter. Ach, hier waren wir. Von hier sind wir gekommen. Siehst du, dann sind wir mit dem Keller durch. Ich dämlicher Vogel, nur weil ich nach draußen gucken wollte. Ah. Es geht wieder mit meinem Kopf. Jack hatte gerade mal eben nachgeguckt, aber da ist nichts blutig oder so. Ja. Und jetzt habe ich auch rausgefunden, was die Stimme war. Und zwar hinter dem Haus ist oben noch so ein Wanderweg. Und da sind, hier sind so ganz viele Leute gerade am Wandern und die sind da hinten lang gegangen. Gerade heute findet hier irgendwie so ein Wandertag statt. So genau, wir haben auch schon irgendwie so ein Bergwerk gesehen, wo die sich alle angestellt haben. Ja. Ne? Und Jack hatte mir jetzt gerade erzählt, was hier überhaupt war. Ja, also soweit wie ich das weiß, aus dem Netz weiß und so, ist es eben halt gewesen, hier hat so eine arabische Großfamilie gewohnt, oder was? Großfamilie gewohnt. Ah. Ja, und die ersten Bilder, die es hiervon gab, da hingen ja noch die ganzen einzelnen Fotos von diesen Scheichs oder so. Ach so, okay. Ja gut, die haben ja auch nicht Schotter, ne? Ja, die können sich das leisten, so Dinge verfallen zu lassen. Ja, so. Schade eigentlich, ne, dass sowas verfällt. Das ist absolut der Wahnsinn. Ja, aber ich dachte erst so ein Altersheim, weißt du, wegen viele Räume und weil sie das umgebaut haben. Ja, welche Kunststofffenster überall, neue Heizung. Die hatten versucht, das zu sanieren. Ja. Und es ist ja auch ein neuer Zähler da hinten drin. Ein ganz nagelneuer Zähler. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen, ja. Und dann irgendwann, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, ne? Man weiß es ja nicht. Vielleicht hatten sie keine Lust mehr hier an der Mosel und sind dann woanders hingezogen. Obwohl, das ist ja ein Traum. Ja, das ist richtig ein Traum. Ich habe mir oben schon mein Zimmer ausgesucht. Wahnsinn. Ganz oben auf dem Dachboden. Der ist geil, der Zimmer. Das ist schon mega. Aber wenn hier so kurz ist, wird so gefährlich. Ja. Der ganze ist ja noch richtig alter Putz. Ja. Also so alte Stuckarbeiten sind ja noch. Richtig Handarbeit, ne? Das ist Wahnsinn. So plackenweise können die runterfallen. Ja, sieht man ja hier, ne? Ja. Da auch schon, schon was runtergefallen. Richtig, vor allem, man hat auch immer Angst, weil das wirklich alles hier nur Holzfußboden ist. Ja. Ne? Da könnte man jederzeit durchkrachen. Ja. Und ja, du hast es ja gesehen mit der Leiter, mit der Treppenstufen da oben. Ich bin auch noch hochgegangen, ey. Ui, 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 ui. Nagel im Kopf und dann noch die Treppe, du. Ja, Jack muss auf jeden Fall noch in den Keller. Ich bin hier schon so ziemlich durch und dann, Oh, aber das mit dem Nagel, das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber wer denkt denn da, dass er so einen Nagel hängt, ne? Ja. Oh. Aber den Raum finde ich am besten irgendwie mit dem Spiegel. Der hat irgendwie was. Wie heißt nochmal die Serie, die immer Silvester kommt mit dem Butler? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie heißt die Serie? Dinner for One. Ne? Ja. Genau, so erinnert mich das immer. Dann ist der Butler auch immer so gekommen und dann gestolpert und dann so. So kommt mir das vor. We'll be right back.
ich habe gerade eben hier dieses Gemälde gefilmt. Und ey, das ist voll gruselig. Das sah aus, als ob der mich gerade so anguckt. Mit seinen Knopfaugen. Genauso die Augen gerade so nach unten gerichtet. Ach, da macht das jetzt auch Sinn. Deswegen, ich habe vorhin so ein Buch gefunden. Ich denke mal, das ist so eine arabische Sprache, Schrift. Das hatte mich vorhin schon ein bisschen stutzig gemacht. Also da macht das jetzt auch Sinn. Also ich vermute, oder wir vermuten, dass das eine Alarmanlage ist. Da oben ist das die Hausklingel da oben? Ja. Und noch eine Sparglühbirne. Jo, tatsächlich. So, und Jack wollte jetzt noch in den Keller. Folge mir. Da geht's in den Keller. Da geht's gleich wieder raus. Und Jack ist ja jetzt gerade noch in den Keller. Hier waren wir vorhin auch noch nicht. Aber hier ist nichts mehr. Ich denke mal Toilette, ja. Hier ist noch eine Toilette. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich draußen uns noch irgendwas anschauen kann. Ich gehe einfach nochmal in den Keller. Aber das habe ich ja schon gefilmt. Wir sehen uns gleich wieder draußen. Es geht wieder raus, Leute. Und gleich wartet die Polizei draußen. Bitte nicht nochmal irgendwo anstoßen oder so. Das sieht irgendwie so aus wie so ein Märchenschloss von Walt Disney, finde ich. Steht sogar noch ein Anhänger. Oh, hier ist sogar noch ein Safe. Ein kleiner. Ah, okay, da ist das Nachbarhaus. Ja, von hier draußen konntest du nochmal einen separaten Raum hier rein. Und hier sind noch Pissoirs, 4 Stück. Hä, wozu braucht man denn so viel? Hier ging bestimmt immer Party ab, wegen dem Billardraum. Wir haben bestimmt ordentlich Party gemacht. Poker gespielt, Billard. Das war auf jeden Fall mal wieder eine richtig schöne, geile Location. Jetzt geht's wieder zum Auto. Und dann werde ich mir noch einen Kaffee reinpfeifen. Und dann muss Jack noch zum Baumarkt. Er braucht unbedingt seinen Talks-Bit. Ich würde auch sagen, wir machen mit dem Teil hier Schluss. Schaut gerne auch bei Jack vorbei. Ja? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder von der Ostern-Tour mit Jack zusammen. Und dann würde ich sagen, Bingo Bongo. Zack, V. Ciao.